Das ist so heftig, Chat. Ich kann keine Garantie geben. Es gab erst vor kurzem Fake-Scans mit dieser Nachtragerkarte. Die ist fake. Aber so wie es scheint, ist die Nachtragerkarte, die wir hier unten rechts bekommen, Das ist ziemlich crazy. ähnlich. Und Ladies and Gentlemen, es ist wieder soweit. Wir öffnen wieder Mystery Booster. Um genau zu sein, öffnen wir Pokémon Mystery SR Mystery Packs. Drei Pokémon Booster Japanese und ein zufälliger SR-Karte. Und, wie gut das ist! Okay, das ist gut. Der Sprung ins kalte Wasser hat sich tatsächlich gerechnet. Wir haben die Ofenkäsemaske gezogen. Ich habe sie bereits zweimal auf dem Flohmarkt gekauft. Und jetzt habe ich sie ein drittes Mal auf Japanisch. Und auch sogar noch im Toploader. Und all den Batzen werden wir aufmachen. Und bevor die Kamera weiter so überbeleuchtet, weil das hier komplett schwarz ist, lege ich die mal ein bisschen zur Seite. Und schauen wir mal, was für Booster wir haben. Ich hoffe, das war ich gewesen und das war jetzt nicht schon vorher so, weil in diesen Boostern können wir tatsächlich auch die ein oder andere SR-Karte ziehen. Nein. Insgesamt werden wir heute, okay, ich glaube, das war wirklich von mir. Insgesamt öffnen wir 30 Booster. Das entspricht einem Display. Also eine SR aus den 30 Boostern, pam, pam, wäre. Bro, was ist das schon wieder? Also eine SR wäre schon lobenswert. Aber schauen wir mal. Okay, mir gefällt das, dass wir hier so viele unterschiedliche japanische Sets haben. Lugia Alternativ-Artwork muss her. Es sieht trotzdem gut aus. Es ist eine wunderbare Holo-Karte. Wie viel wäre euch das wert? A, 1 Euro. B, 20 Euro. C, 8,99 € im Sale. Oder D, 50 Euro. Nein, kleiner Spaß beiseite, jetzt mal Real Talk. Die Dinger kosten, glaube ich, 11 Euro oder 11,99 €. Und der Shop, bei dem ich die gekauft habe, hatte einen Sale. Und da gab es 20% drauf, weswegen ich da gleich zugeschlagen habe. Ich möchte natürlich möglichst spoilerfrei reingehen. 10 Karten, 30 Booster. Im besten Fall haben wir 11 Karten und noch ein bisschen mehr. Zeraora und nichts. Okay, was haben wir hier als nächstes drin? Aber ja, für mich, der sehr, sehr gerne JP sammelt, ist das auf alle Fälle gar nicht mal so schlecht. Ich hatte die schon etwas länger auf dem Schirm und durch den Sale hat sich's auch ganz gut angeboten. Grenadier. Und ich darf auf keinen Fall die. Oh, was? Okay, ich weiß, dass auf der Seite jetzt nicht dabei stand, was für Booster drinne vorkommen können. Ich glaube, die Beschreibung war sehr, sehr spartanisch, aber 25 Japanisch? Das würde ich gerne mal wissen, was da für ein Booster-Raster ist, weil das ist ein teures Set, glaube ich. Kaioke, ja, das sind bei uns die Celebrations-Karten auf Japanisch. Die Classic-Karten kann man hieraus aber leider nicht ziehen. Die gab es dann separat im Booster. Einmal das Mew und ein Zamazenta V, ey, das ist cool. Und eine Karte haben wir noch hier drinne. Und die Frage ist halt, ist es besser oder schlechter als Full Art? Das werden wir jetzt herausfinden. Die Kamera überbeleuchtet, aber ganz schön. Es ist eine normale Full Art fettes Eichhörnchen. Das Welthungerproblem lösen oder noch mehr Bären essen. Aber ausgeschrieben sind drei zufällige Booster und eine SR-Karte. Ich frage mich halt, kann es halt auch eine alternative Artwork-Karte sein oder ist SR alles nur mit Full Art? Das werden wir herausfinden bei 10 Boostern und wir haben Wild Force. Ich finde die Verpackung ein bisschen anstrengend, aber das ist okay. Ich brauche keine High-Performance-Verpackungen. Wenn das Geld spart und dafür dann der Inhalt besser wird, dann bin ich voll dabei. Nächste Booster ist einmal Stellar Krone. Stellar Krone haben wir schon rasiert beim Live-Opening. Da haben wir schon die terrakristallisierte Schildkröte gezogen. Und wir ziehen ein Schaf. Und da hat man es ja eben schon gesehen, Crimson Haze, das ist eigentlich, finde ich, japanisch eigentlich schon sehr underrated. Da gibt es diese unglaubliche Greninja-Karte, die bei uns ja so teuer ist. Ich finde sie ja auf japanisch ja sowieso viel schöner. Aber es ist schon spannend zu wissen, dass in jeder Tüte eine Full Art Karte dabei ist. Das ist die Ultra Premium Collection Karte.
die Greninja UPC-Karte einfach geleakt. Das gibt es nicht. Nee, Spaß beiseite. Ja, nee, gibt es auch als SAR. Ey, wie ironisch, dass wir den ziehen. Auf Japanisch sind sie halt schon sehr, sehr cool. Und Glaciola. Spannend, passt gerade. Wir hatten ja schon mal so eine Premium-Mystery-Box. Und das Gefühl zu wissen, du hast jetzt auf alle Fälle irgendwas Seltenes, das hat seinen Reiz. Und ich denke, sie sind auf alle Fälle gut gegen Retouren geschützt, weil anders als so bekommt man diese Dinger ja gar nicht mehr auf. Aber ja, schauen wir mal. Bis jetzt erkenne ich auf alle Fälle schon mal ein Muster von dem ein oder anderen Pack. Und eine Illustration Rare. Käferbande nehme ich mit. Die japanischen will ich ja alle voll machen. Deswegen hat mich das halt umso mehr angesprochen, Freunde. Das sind japanische Sachen. Oh, Paradise Dragona. Okay, bis jetzt finde ich, ist die Auswahl der Booster echt stark. Wirklich stark. Machomai für Arme. Koloval, Fußball, Bravian und ich hasse dich. Es gibt keinen, den ich mehr hasse. Ist so ein Insider-Ding. Okay, was haben wir als nächstes? Dann haben wir das Urzeiten-Gewalten-Dino-Brutalander-Set. Minecraft. Oh mein Gott, Minecraft! Ey, das ist cool. Wir ziehen auf alle Fälle Hits. Das ist sehr, sehr nice. Stimmt. Dadurch, dass wir ja 30 Booster aufmachen, das ist ja ungefähr die Menge von einem Display. 3 Artwork-Karten ziehen, je nachdem, was für Booster wir aufmachen. Nächste Karte und okay, ich sehe, womit man hier seinen Gewinn einholt. Gib mir die Glitzerpappe. Okay, wir hatten ja einmal diesen Glücksgriff mit dem 25-Pack. Das würde ich mir wünschen, dass man das in der Beschreibung hinzufügt. Tentascha. Die Feuermotte und eine Killerameise, die beide eine echt sehr, sehr coole SAR-Karte bekommen hat, die man nebeneinander aufstellen kann. Ich finde das sehr, sehr cool. Paradise Dragona, ein Set, was mir sehr viel Spaß macht. Haben wir ja auch schon gut aufgemacht. Und The Boys, Donald Duck, Donald Ducks Erzfeind, Feuerente und, ach nee, das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen mit den Karten, dass die auf einmal Soundeffekte haben. Und einmal Crimson Haze. Okay, wie viele unterschiedliche Packs haben wir jetzt bisher aufgemacht? Ich glaube, Crimson Haze, die Paradox-Sets, 3, 4, 5. Er ist so rum, richtig. Okay. Das sind alles vielleicht 1 Euro Full Art. Das war schon so meine Befürchtung gewesen, dass natürlich dann irgendwie gespart werden muss. Wenn wir jetzt mal die Packs verrechnen, oh, das ist auch gut. Ein Pack so zwischen 3 und 4 Euro plus minus, aber eher so 3 Euro, wenn nicht unter 3 Euro. Das mal 3, sind wir bei 9 Euro und die Karte, ja, ist eigentlich genau das, was man so zahlt, glaube ich. Aber ich bin bis jetzt zufrieden, doch, wirklich. Also das macht Spaß. Und oh mein Gott, Eisenhand EX. Und Halloween ist vorbei. Aber ich bin bis jetzt doch ganz zufrieden. Aber natürlich brauchen wir noch irgendwas Krasses. Komm, es hat so gut angefangen mit einer Terra-Kristall Full Art. Es ist genau das, was ich doch haben möchte. Genau das ist es. Reluk, er oder sie? Lasst es nicht eure Freundin. Katze! Okay. Und jetzt sollten wir das Booster haben. Wie mache ich das denn am besten, dass es nicht spoilert? So rum. Okay. Was ist die SR-Karte? Bis jetzt haben wir aber noch keinen Trainer, was ich gut finde. Und! Ich meine, das ist ja schon. Also, so ein Produkt vor so 4, 5 Jahren wäre insane gewesen. Aber da waren ja die Full-Art-Karten ja noch wesentlich wertvoller. Hier haben wir noch und gib mir die Glitzerpappe. Okay, wieder Future Flash, Future Power Ranger, Porygon, Power Ranger Armreif, wieder das Future Set, sieht irgendwie genau gleich aus, Tanza, Pikachu, Nachtara für Arme, Nachtara in einem Paralleluniversum. Dieses Innenleben stört ein bisschen. Oh, Spoiler.
Okay, Stella Miracle, da habe ich echt Bock drauf. Wir gehen rein mit der Boys. Es ist keine Phase, Mama. Das bin ich wirklich. That's the real me. Finion. Oh, oh. Ach nee, warum Meditalis? Aber gut, was ist die nächste Karte? Und ist ein Luxra Full Art, den, ja, den finde ich ganz cool. Den nehme ich mit. Das Lustige ist ja, ich sammle ja gar nicht mal die Full Arts. Ich habe zwar einen Ordner voll mit denen, weil ich sie einfach wertschätze als seltene Karte, aber, Kock aus der Erde. Aber eigentlich sammle ich sie nicht mal aktiv. Ist vielleicht gutes Tauschmaterial. Aber ich hatte schon die Hoffnung mit SR, dass vielleicht halt auch darüber hinaus irgendwas Spannendes dabei ist. Aber Stand jetzt ist das... Was ist denn bei ihm los? Er rennt nicht weg, er tritt dir ins Gesicht. Oh, er hat dir... Er ruft seine Cousins. Okay, noch ein Booster. Paradise Dragoon. Aber okay, ich erkenne ein Muster. Sehr, sehr random, dass wir das goldene Pikachu-Booster hatten, aber das ist vielleicht so ein Highlight-Booster. Keine Ahnung, auf der Seite stand dazu jetzt... ist noch nicht so lange her, als ich das bestellt oder gekauft habe. Und Chestnut. Aber gut, haben wir es mal gemacht. Und wir gehen... Oh, ich dachte, wir haben wieder das 25th Anniversary. Aber ja, Noctu. Oh, ach nee, wir haben noch immer nicht den seltenen Hit. Komm, wir öffnen 30 Booster, einen Hit. Mit Greninja Alternativ Artwork, jetzt aus Crimson Haze. Das ist ein wunderbares Vulnona. Oh, Evoli, by the way, Freunde, wir haben vorhin, vor ein, zwei Stunden, oh, die Raygun. Aber ja, wir haben gerade eben vor ein, zwei Stunden die Evoli-News aufgenommen. Das werde ich wahrscheinlich auch hier irgendwie ins Intro reinpacken. Und schaut auf dem Zweitkanal vorbei. Sexy Lizard. Das war sehr, sehr krass. Ich habe erstmal eine Stunde gebraucht, um mich wieder zu sammeln, damit ich das hier jetzt aufnehmen kann. Okay, die nächste Vorlad ist einmal Bibor V. Spannend, wir haben hier auf alle Fälle viele Schwert- und Schild-Full-Arts. Bei denen würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die vielleicht, oh mein Gott, dass die vielleicht etwas wertvoller sind und man muss echt aufpassen. Letzte Mystery Magic. Gottverdammt. Gehen wir rein. Knabon, Golbat, Kaktus. Ah, oh, Knabon 2. Und Knabon 3. Aber spannend, kein Shiny-Set. Das wäre doch noch ganz cool gewesen. Komm, hier Latias. Ist doch nicht so viel. Okay, was? Was ist das? 51 von 64. Okay, ich glaube, es ist eine Main-Set-Karte. Aber wie das funkelt. Es ist Moped mit ATU-Stickern drauf, damit er auch auffällt. Und 3 PS mehr bekommt pro Sticker. Ein Booster haben wir noch und eine Karte. Und wir gehen nochmal rein mit Stella Miracle. Die Kristallschildkröte. Komm. Wir haben 30 Packs aufgemacht. Die Pullrate für die Artress war am Start. Aber leider keine seltene Karte, Mann. Und die letzte Karte ist möglichst spoilerfrei. Es ist eine Terra-Kristall. Karte und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den noch benötige. Ist das insane. Das ist ein krönender Abschluss. Aber gut, Freunde, jetzt widmen wir uns wieder den wichtigen Sachen im Leben. Denn wir wollen ja auch endlich mal das schimmernde Mute ziehen, denn wir öffnen ja, wie immer, in jedem Video das Booster. Bekommt ihr noch günstig bei Pokewirt, schaut da gerne vorbei. Ich glaube, die Restocks sollten noch da sein. Gehen wir rein mit einer Kampfenergie. Kamaup, die Zuckerwatte, Paldea-Studenten, Natu, technische Maschine, Maschumai für Arme, Rucksack und eine Shiny. Wir haben eine Shiny gezogen. Ey, Shiny Nummer 1000, keine Ahnung wie viel. Und ein Kamarupt und ein Azutlades. Aber ja, Freunde, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch das News-Video auf dem Zweitkanal an. Ich bin echt froh über die Terra-Kristall-Karten. Das ist wirklich, das sind W-Karten. Macht's gut, bis dann und ciao.